Hallo und willkommen bei Skipper & Co. Heute wollen wir euch die La Vita von Sanzi Yacht Charter zeigen, eine Linsen Grand Sturdy 450 Variotop. Auf dem Achterdeck findet ihr eine Sitzgruppe mit zwei Klappstühlen und zwei Tischen. Ein kleines Willkommensgeschenk und wie hier schon zu sehen, findet ihr überall kleine Deko-Elemente, die zur Wohlfühlatmosphäre beitragen. Kommen wir zum Steuerstand dieser fast 14 Meter langen Yacht. Das Highlight ist hier natürlich das Variotop, das sich auf Knopfdruck öffnen oder schließen lässt. Besonders praktisch für enge Hafenmanöver ist das Rundum-Kamerasystem. Dann habt ihr natürlich noch einen Kartenplotter zur Navigation und zwei starke Volvo Penta-Maschinen, mit der sich die La Vita perfekt manövrieren lässt. Außerdem gibt es leistungsstarke Bug- und Heckstrahlruder und die sind sogar per Fernbedienung steuerbar. Für große Gewässer gibt es einen Autopiloten. Wenn ihr eine Funklizenz habt, könnt ihr natürlich auch das Funkgerät nutzen. Dies ist ansonsten deaktiviert. Neben dem Sitz des Skippers finden wir dann noch einen kleinen Abstelltisch. Und hier gibt es auch einen kleinen Kühlschrank. So muss auch der Skipper nicht verdursten und hat hier die Möglichkeit, seine Drinks kalt zu stellen. Ein kleines Eisfach ist auch vorhanden und auch ein kleines Waschbecken. Ablageflächen, Steckdosen und USB-Ports gibt es mehr als genug. Dann werfen wir mal einen Blick in den Salon. Hier wird sofort klar, dass wir uns im Luxussegment bewegen. Der große und helle Salon lädt auf jeden Fall dazu ein, abends hier gemütliche Abende mit der Crew ausklingen zu lassen. Wie schon erwähnt, trägt die Deko natürlich dazu bei, sich ziemlich schnell wohlzufühlen. Auch die Verpflegung an Bord ist kein Problem, denn die Küche ist wirklich sehr gut ausgestattet. Neben einem großen Kühlschrank finden wir hier Backofen, Spülmaschine und Induktionsherd. Da die Küchengeräte zum Teil über einen Generator versorgt werden, ist man nicht zwingend auf Landstrom angewiesen. Neben einer Kapsel-Kaffeemaschine findet ihr auch ordentliche Messer an Bord und alles an Geschirr und Gläsern, was ihr benötigt. Unter der Sitzecke im Wohnbereich haben wir dann noch dieses kleine Kühlfach entdeckt. Sehr praktisch. Der Fernseher im Salon ist nicht nur groß, sondern hier habt ihr auch die Möglichkeit, euch über das integrierte WLAN-Netz an Bord mit euren Benutzerdaten in eure Lieblings-App einzuloggen und zu streamen. So, am Niedergang Richtung Eignerkabine finden wir ein kleines Terminal zur Überwachung des Stromflusses an Bord, außerdem einen Weinklimaschrank und diese beleuchteten Stufen, die funktionieren über einen Bewegungsmelder und somit findet ihr auch im Dunkeln immer den Weg, ohne die Hauptbeleuchtung einschalten zu müssen. Dann schauen wir uns einmal die Eignerkabine an. Die ist auf jeden Fall riesig. Wir haben ein großes Doppelbett und jede Menge Stauraum. Außerdem gibt es auch hier einen recht großen Fernseher, der genau wie im Salon als Smart TV genutzt werden kann. Eine echte Überraschung war der Schuhschrank unterm Fernseher. Kein Muss, aber nice to have. Das Bad ist wie der Rest der La Vita hell und modern und sehr gut ausgestattet. Wir haben eine Zentralheizung, die einen exzellenten Job macht, denn was gibt es Schlimmeres als ein kaltes Bad? Dann, wie ihr hier seht, eine riesige Dusche und das Schöne mit einer Glastür. Praktischerweise gibt es auch ein kleines Ablagefach. Die Gastkabine wirkt mit dem großen Doppelbett und der Seitenverkleidung in Lederoptik sehr warm und gemütlich und bietet ebenfalls mehr als genug Stauraum. Natürlich gibt es hier auch ein separates Bad, genauso gut ausgestattet wie das Eignerbad, mit einem Durchgang zum Salon. Die wirklich große separate Dusche bietet nicht nur viel Platz, sondern auch ein kleines Geheimnis. Hier gibt es eine Wasch-Trockner-Kombination. Sehr praktisch, gerade für längere Reisen. Wir hoffen, ihr konntet einen kleinen Eindruck über die La Vita gewinnen. Und apropos Reise, wir waren natürlich auch ein paar Tage mit der La Vita unterwegs. Und was wir so gesehen und erlebt haben und wohin uns unsere Reise so führte, das zeigen wir euch in einem anderen Video. Wenn euch unser Video gefallen hat, dann hinterlasst uns doch gerne ein Abo, ein Like oder einen Kommentar. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Skipper & Co.